Gegensatz zum raueren Oberharz herrscht im Unter- und Südharz der Mischwald vor. Neben der berühmten Harzer Tanne stehen hier Buchen und Eichen. Eingebettet in den Frieden eines dreigeteilten Gebirgstales liegt Stollberg, das kleine, bezaubernde Harzstädtchen. Schon 1210 wurde es genannt und 1316 als Stadt bezeugt. Die Häuser, alles alte schöne Fachwerkbauten, stehen dicht aneinander, als wollten sie sich gegenseitig stützen und schützen. Reicher Winkel heißt dieses ehrwürdige Patrizierhaus, das Wohlstand schon in seinem Titel ausdrückt. In ehrfurchtsvoller Bewunderung hat man das Städtchen, das Zeugnis längst vergangener Tage ablegt, unter Denkmalschutz gestellt. Seine Bewohner tun alles, um die Stadt vor dem Verfall zu schützen und seinen Charakter zu bewahren. Alters her bläst im Sommer jeden Morgen der Kuhhirt. Und aus allen Ställen trotten darauf die Kühe heran. Durch das Kuhtor werden sie über Wiesen durch Wälder geführt, wo sie die saftigen Kräuter finden. Weit geht der Blick über waldige Höhen. In harter Tagesarbeit geht die Bevölkerung ihrem Erwerb nach. Sie lebt hauptsächlich von der Forstwirtschaft. Früher bereiteten die Köhler in solchen Meilern auf höchst einfache Weise die Holzkohle. Das Holz wurde aufgeschichtet, mit Erde bedeckt, in Brand gesteckt und verkohlte langsam zur Holzkohle. Überall im Harz standen solche Köhlermeiler. Vertraute Winkel überall. Es ist, als wäre die Zeit stehen geblieben. Auch das Kunsthandwerk wird gepflegt. Den Rohstoff liefert der umfangreiche Wald. Das älteste Baudenkmal ist die St. Martinskirche, in der Martin Luther des Öfteren predigte. Das Rathaus, über 450 Jahre alt, ein Kuriosum. Im Innern hat es keine Treppen. Will man in seine Stockwerke, muss man außen hinaufsteigen. Rechts führt die Treppe empor. Das 1535 erbaute Konsistorial- und Gerichtsgebäude überragt alle die bescheidenen Bürgerhäuser weit an Größe und Schönheit. Die Kunst der zahlreichen Holzschnitzereien erhöht noch seinen erhabenen und würdevollen Charakter. Diese Stätte erinnert an Thomas Münzer. Hier wurde er 1489 geboren. Das Haus wurde allerdings in der Zwischenzeit umgebaut, aber noch heute zieren die Vorderfront die Bildnisse von Thomas Münzer und Martin Luther. ...200 Stufen führen hinauf zum ehemaligen Schloss der Fürsten Stollberg, Stollberg. Fern,
vom lauten Leben und Treiben der großen Welt, schlummert das Städtchen wie ein Dornröschen. Gedeihe denn im Frieden unter der Abgeschiedenheit deines Gebirgstales und lass dir durch den Chor der Buchen und Tannen von stolzer Bergeshöhe die heimatlichen Lieder singen.